Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal ein bisschen um PC-Stuff. Ihr wisst, ich bin Partner von M-Controllers, mein absoluter Wunschpartner. Die haben mir ein mega fettes Paket geschickt, was richtig geil ist. Zum Teil weiß ich schon, was drin ist. Ich weiß aktuell nicht, ob schon ein PlayStation 5 Controller dabei ist, weil die Pedals sind noch nicht lieferbar. Ihr wisst das ja hier, PS4 Controller hat so eine schöne Pedals. Und es gibt zurzeit noch Lieferschwierigkeiten. Ende Dezember sind die wohl erst lieferbar mit Pedals. Und es könnte sein, dass hier ein PS5-Controller dabei ist ohne Pedals. Ich lasse mich mal überraschen. Aktuell möchte ich nochmal dazu erwähnen, 55 Euro mit dem Code CASPER10 ab einem Bestellwert von 149 Euro, auch wenn ihr nur PC-Stuff euch reinhaut. Es gibt Mauspads, es gibt Mäuse und es gibt eine Tastatur. Ich würde sagen, ich packe das jetzt mal aus. Ich bin echt gespannt, wie es aussieht. Ich wollte mir eigentlich zum Black Friday selber eine Tastatur holen und dann kam Aim Controllers auf mich zu und hat gesagt, wie sieht's denn aus? Hast du Bock auf ein bisschen PC-Stuff? Habe ich mich nicht zweimal bitten lassen. Ich durfte mir aussuchen, was ich will. Dementsprechend weiß ich, wie es aussieht. Denn auch die Mäuse können wir wie so ein Controller customizen, dass die optisch anders aussehen. Mega geil. Haben zwar alle dieselbe Funktion, aber Paket Nummer 1. Ich habe noch keine. Ah, das ist ein Mauspad. Ein XXL Mauspad, sehr, sehr breit. In rechteckig. Nee, es ist. Ach, schade. Es sieht so aus, als wäre kein Controller dabei. Das ist die Maus. Sieht man schon so ein bisschen den Style, den ich mir ausgesucht habe. Und das ist die Tastatur. Alter, halt die Fresse, komm raus. So, was packt man zuerst aus? Wir machen erstmal die Maus. Die Maus ist relativ simpel verpackt. Zack. Zack. Ah. Brauchen wir nicht viel zu sagen zu so einem Karton. Zack, machen wir ab. Und mir war es wichtig, das ist vielleicht nicht für jedermann das passende Design, aber ich wollte unbedingt dieses Vendetta Anonymous Design haben für die Maus. Es gibt wirklich alle Designs, die wir für so einen Controller bei M-Controllers nehmen können, können wir auch für die Maus nutzen. Ist sehr viel Vielfalt. Die Maus ist auch einstellbar, die kann man programmieren und so weiter. Ich kenne mich mit der Technik nicht jetzt ganz so gut aus, weil ich ein Konsolenspieler bin. Wie ihr hier seht, die PS5. DPI-Zahl und so weiß ich leider auch nicht. Da bin ich wirklich nicht der größte Freak. Aber kann man alles ganz normal auf der Aim-Controllers-Seite erlesen. Ganz einfach. Schnur sollte auch lang genug sein. Ich bin mega, mega auf... kurioserweise auf dieses Mauspad gespannt, denn der Rand ist beleuchtet und das finde ich mega geil. Ich weiß aktuell noch nicht, wie das mit Strom versorgt wird. Ich hoffe mit einem simplen kleinen USB-Anschluss, den ich auch an meinem Monitor habe. Und da könnte ich das Kabel ganz simpel einfach an meinen Monitor verlegen. Und jetzt sind wir mal gespannt. Es wird auf jeden Fall noch ein Unboxing geben am Ende des Jahres, wenn ich dann meine PS5-Controller habe. Zwei Stück an der Zahl kriege ich. Es ist mit einem USB-Kabel. Ich habe es mir fast gedacht. Halt die Luft an. Ist das riesig? Da kannst du dich umwickeln. Das passt einmal komplett mit Cap um meinen Kopf. Ich habe jetzt leider keine Maße. Ich glaube, das kostet 35 Euro, das Mauspad. Die Maus kostet 63. Und die Tastatur, glaube ich, 55. Hier ist ein USB-Anschluss. Mit einem USB-Kabel. Ich schließe das natürlich gleich noch an. Dann gibt es einen Cut und dann zeige ich euch, wie das optisch aussieht. Weil hier gibt es, wie gesagt, so eine Lichtleiste. Und das sieht mega geil aus. Alter, ist das Ding riesig. Da habe ich mich schon mega drauf gefreut. Ich wollte nämlich erst das normale Rechteckige haben, das normale Quadratische. Und dann habe ich auf Instagram, die haben auch eine Instagram-Seite, da hat jemand das gepostet, wie das Rechteckige aussieht. Da dachte ich mir, halt die Fresse, das willst du haben. Da habe ich mich noch schnell umentschieden. So, jetzt die Tastatur. Und da war ich wirklich sehr, sehr geil drauf. So normale Gaming-Tastaturhersteller beleuchtet kosten so um die 140 Euro circa. Wollte ich unbedingt haben, weil es einfach optisch besser zu dem Zimmer passt. Aber wenn ich das Klacken der Tastatur schon höre, da geht mir einer. Und dann kam halt das Angebot von Aim Controllers und das ist halt auch so mega geil beleuchtet. Und dann dachte ich mir, Mensch, der Preis ist unschlagbar. Kostet mehr als die Hälfte weniger so eine Tastatur.
Oh, den Sound ist so geil. Ich meine, ich bin kein PC-Spieler, das wird man nicht hören. Die Tastatur sieht erstmal sehr, sehr, naja, normal aus. Die Tasten sind sehr hoch. Ich glaube, das sind, nennt man das mechanische Tasten, nagelt mich jetzt nicht fest, ich kenne mich nicht so aus. Aber die Beleuchtung da drunter sieht mega, mega geil aus. Inwieweit ich das programmieren kann, weiß ich noch nicht. Ich versuche da gleich mal durchzusteigen. Wie gesagt, es gibt jetzt gleich einen kurzen Cut. Ich schließe das alles an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mein Setup ein bisschen umgebaut. Leider nicht von vorne, weil meine Strippen von meiner Kamera einfach viel zu kurz sind und ich nicht so ein riesen Stativ habe. Aber ich denke, um das bildlich zu zeigen, sollte das vollkommen ausreichen. Wer sich jetzt wundert, dass meine Stimme klarer zu hören ist, ich habe seit einem Monat ein neues Mikro, das da, was da so schön leuchtet. Und ich habe die ganze Zeit die falschen Filter drin gehabt. Denn ich wollte nämlich einen Sound von der Tastatur einfangen, und zwar diesen, den ich mega feiere, und ich hatte die ganze Zeit Filter drin, die diesen Sound irgendwie nicht aufnehmen wollten, und deswegen ist mir das überhaupt erst aufgefallen. Und kurioserweise finde ich diesen Sound mega, mega geil, während ich es total feiere, dass die Maus, die zeige ich mal kurz so, ich mache gleich noch meine Streambeleuchtung ein bisschen aus, damit man die Beleuchtung besser sieht. Ich feiere es total, dass man die Tasten drücke oder den Tastendruck der Maustasten nicht hört. Das ist kurios, aber wahr. Mit meiner Standardmaus hier, so geil ich den Sound hier finde, desto mehr geht es mir auf den Sack, wenn meine Maus so klickt. Denn wenn man viel schneidet, ist man die ganze Zeit am Maushämmern, und das geht mir persönlich mega auf den Zeiger, was jetzt nicht dramatisch ist. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich dimme mal mein Streamlight ein bisschen, damit ich euch die Beleuchtung deutlich besser zeigen kann. Sollte eigentlich schon reichen, ganz aus mache ich es nicht, um euch ein paar Sachen zu zeigen. Erstmal, das Mauspad hat auch hier An- und Ausschalter, und man drückt quasi so lange die Modi durch, bis man durch ist. Und hier dieser Modus, der hier gerade in der Kamera so flackert, das kann die Kamera einfach nicht ganz gut rüberbringen, denn dieses Flackern existiert hier überhaupt gar nicht. Man sieht das gar nicht. Und auch die ganzen Farben wirken in echt viel lebendiger. Das muss ich mal dazu sagen. Hier ist es ganz aus. Und da gibt es halt passend zu meinem Mikrofon, weil das hier, wenn das leuchtet, bin ich zu hören, mache ich es auf. Zeit geredet und ihr habt mich nicht gehört. So, und dann kann man das hier noch so ein bisschen durchseppen. Verschiedene Modi. Wir machen das hier. Hauptsächlich geht es mir um die Tastatur, weil das einfach ein absolutes Sahnestück ist. Und für 55 Euro oder 63, eins von beiden, kann man eine Menge geile Sachen mitmachen, was die Beleuchtung betrifft. Und es gibt auch vorgegebene Presets, wenn du COD spielst. Da werden bestimmte Tasten nur beleuchtet, was auch sehr geil ist. Komme ich gleich zu. Es gibt eine Programmiertaste, das ist diese. FN steht hier drauf, ist auch ein deutsches Bedienfeld. Eingabe, Pause, Bild, hast du nicht gesehen. Und halt auch in Englisch. Und es gibt 13 verschiedene Beleuchtungsmodi. Zack, Nummer 1. Sehr geil. Sehr, sehr dezent. Es leuchtet nur kurz diese Taste auf, die du auch drückst. Das finde ich sehr, sehr cool. Weiter im Text. Hier, für Epileptiker ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Dann gibt es diesen Modus. Der ist ja dezent. Ist einfach nur so eine bläulich-weiße LED-Beleuchtung. Die ist auch sehr, sehr dezent. Die flackert immer hell, dunkel auf. Hier einfach so ein paar Farbenwechsel. Und ich weiß nicht, ob das in der Kamera zu sehen ist. Man kann mit der Steuerungstaste und dann nach oben die Beleuchtung entweder heller oder dunkler machen. Das wirkt jetzt in der Kamera leider nicht. Es geht nicht in jedem Modus, wirkt das richtig gut. Ich seppe jetzt einfach mal durch. Hier mache ich mal wieder ein bisschen heller. Und ihr seht hier schon, dieser Modus. Du drückst zum Beispiel die K-Taste und die Wellen breiten sich von K aus, links und rechts, nur in dieser Reihe aus. Wenn ich jetzt die 8 drücke oder hier die 4, das ist ultra nice. Zwar nur ein Gimmick, aber sieht einfach geil aus. Das ist ja so wie so eine Matrix-Szene, das finde ich auch sehr cool. Aber am edelsten finde ich eigentlich das. Das ist schön beruhigend, alle Farben mal kurz zu sehen, und das wellert hier so über die Tastatur. Mal gucken, ob ich das hier so ein bisschen... Ich glaube, nicht in jedem Modus macht das Sinn, hell oder dunkel zu machen. Wenn es nach mir ginge, könnte es auf jeden Fall... Moment, den Modus will ich euch noch zeigen. Der ist nämlich mega geil. Genau, das ist wie so ein Wassertropfen. Hier machen wir mal auf die 5. Und da bewegt sich das wellenförmig über die Tastatur. Finde ich auch ein sehr geiler Modus. Und ich glaube, in dem Modus war das so, dass man hell-dunkel relativ effektvoll darstellen kann. Könnte wegen mir, gerade wenn man im Dunkeln spielt, ein bisschen heller sein. Aber ansonsten soll es darum nicht gehen. Und jetzt zeige ich euch mal ein Preset.
zum Beispiel das hier, wenn ihr Shooter spielt, WASD zum Laufen zum Beispiel, vor, zurück, links, rechts, hast du nicht gesehen. Oder es gibt sogar schon ein COD-Preset, Steuerungstaste oder die Programmiertaste und die 2 gedrückt. Und dann hast du hier so sämtliche Tasten, die für COD wichtig sind. Und was auch geil ist, du kannst mit verschiedenen, es gibt, da brauchst du ein Programm, das kannst du dir runterladen und dann kannst du dir das nach deinen eigenen Wünschen einfach selber zusammenstellen. Da leuchten halt nur die Tasten, auf die du Bock hast. Ja, das war's zur Tastatur. So, das war's schon wieder von meinem kleinen, aber feinen Unboxing. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz auf der Seite, was das eigentlich alles kostet. Und ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt, wie ihr das findet. Ich switche jetzt mal ganz kurz zum Internetbrowser. Und da habe ich das alles schon mal in den Warenkorb gepackt. Wenn wir wirklich alles so bestellen, wie ich es habe, sind wir gerade mal, und das, ich finde das eigentlich gar nicht so viel, bei 178 Euro. Die Tastatur 59, die Maus 63, 35 für das Mauspad. Und jetzt, und das ist eben das Geile, gibt es jetzt Casper 10, groß oder klein, ist vollkommen Latte. Und wendest den Gutscheincode an. Mit Versand warst du gerade bei 178 Euro. Jetzt bist du bei 123 Euro. Das ist, finde ich, eigentlich absolut geil. Ist natürlich kein Muss, wer das nicht so geil findet. Ansonsten, wie gesagt, gibt es noch ganz schöne Aim-Controller. Ich bin auf jeden Fall auf das Unboxing von meinem PS5-Controller gespannt. Zwei an der Zahl werde ich bekommen. Oh, und ich bin mal gespannt, ob die Ende des Jahres noch kommen. Das soll soweit erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr ansonsten rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Cyberpunk eventuell, COD, Cold War und so weiter. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.